schon eine Weile her, dass wir über Produkte gesprochen haben, die für mich persönlich nicht geklappt haben. Heißt natürlich nicht, dass sie allgemein schlecht sind, sie haben nur für mich nicht geklappt. Und obwohl ich Produkten immer eine Chance gebe, wie ihr wisst, gibt es natürlich auch Sachen, die für mich nicht klappen. Und ich dachte, ich kombiniere das gleich mit einer anderen Sache, damit das Ganze nicht so komplett negativ ist. Und ich sortiere wirklich so ein bisschen meine Make-up-Schubladen durch, während ich dabei gleichzeitig auch Produkte mit aussortiere, die vielleicht abgelaufen sind oder die ich einfach nicht mehr verwende. Sprich, wir haben gleich eine Reduzierung der Sammlung, was definitiv ein Ziel von mir dieses Jahr ist. Obwohl wir alle wissen, dass ich vielleicht niemals eine winzige Kollektion haben werde, aber das haben wir schon des Öfteren besprochen. Und zusätzlich schaffe ich Platz, damit alles noch ein bisschen sortierter und strukturierter ist. Zusätzlich wird sich jemand anderes hoffentlich über die Produkte freuen, die für mich nicht geklappt haben. Und drittens, es gibt immer Sachen, die wirklich alt sind, die man einfach wegschmeißen muss, weil sie abgelaufen sind, nicht mehr so gut riechen oder auch einfach aussehen, dass sie gehen müssen. Und genau das machen wir heute. Ich habe die Produkte, um die es heute geht, schon mal alle hier. Das ist das, was ich auf die Schnelle aussortiert habe. Und das ist auch ein riesiger Tipp von mir, wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt, wisst ihr, ich bin immer dabei, Schränke auszusortieren, Sachen wegzugeben, wegzuschmeißen. Immer Step by Step, auch wirklich Schublade für Schublade, vielleicht in der einen Woche hier, in dem anderen Monat da. Wirklich in Babyschritten sich Sachen vorzunehmen. Sprich, ich hätte bestimmt auch noch viel, viel mehr aussortieren können. Aber das kann auch oft in einer Überforderung ausbrechen und man denkt, um Gottes Willen, das habe ich hier noch angerichtet, das hatte ich auch schon ganz oft. Deswegen ist mein Tipp, wirklich in kleinen Babyschritten vorzugehen. Wenn ihr hier und da mal eine Stunde Zeit habt, nehmt euch wirklich kleine Projekte vor. Ich beginne aber mal mit Highlightern. Und man mag es kaum glauben, ich habe eine große Kollektion an Highlightern und nicht jeder klappt für mich. Nicht jeder Highlighter ist so, oh mein Gott, wow, ich liebe ihn. Beginne ich mit einem Produkt von NARS. Es muss gehen, es hat einfach für mich nicht geklappt. Ich habe auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber jetzt ist der finale Moment, wo ich sage, nein, das ist ein ganz grässliches Highlight. Für mich persönlich auf jeden Fall. Oh, nee. Wir reden über den NARS Albatross. Und ich frage mich einfach, bei wem dieses Highlight gut aussehen soll. Das ist ein sehr starker Gelbton, changierend mit ein bisschen Grün. Ich habe das schon mal gesagt, er sieht so ein bisschen aus wie so eine Fliege. Ich meine, er hat kein Glitzer oder sonstiges drin, aber er liegt wirklich immer in meiner Highlighter-Schublade. Ich denke mir jedes Mal, nein. Ich werde ihn in meine Take Whatever You Want Schublade legen und vielleicht freut sich jemand anderes drüber. Nicht für mich. Weiter geht es mit einem Highlighter von MAC, der leider überhaupt nicht für mich klappt. Wir reden über Light Sculpted, das ist ein Mineralized Skin Finish. Wir wissen ja auch alle, den Soft and Gentle favorisiere ich auch nicht unbedingt, einfach weil der mir zu glitzerig ist. Der hier hat aber einfach das schönste Finish und ich liebe den Look des Highlighters. Und immer wenn ich ihn swatche, denke ich mir, oh mein Gott, es ist so subtil und es ist so wunderschön. Und es ist der im Grunde traumhaft, nur auf meiner Haut sieht der komplett grau aus. Meine Haut wirkt so aschig und fahl, wenn ich den trage. Ich glaube, jemand, der wirklich einen rosastichigen Unterton hat, bei dem würde der traumhaft aussehen. Für mich ein absoluter Flop und wenn ihr auch einen Hautton habt mit gelben Untertönen oder noch viel mehr in die Olivrichtung geht, ist das nichts für euch. Ein weiterer Highlighter von Jared Cosmetics, die wurden mir damals zugesendet. Ich habe auch ein paar, die ich wirklich gerne verwende oder auch als Lidschatten nehme. Die sind halt auch einfach keine Must-Haves. Sie sind nett, ich finde sie aber von der Formulierung, sie könnten auf jeden Fall buttriger sein. Ist etwas, was mich nie wirklich total begeistert hat. Da ich aber wirklich welche habe, die ich komplett vergöttere, kann der auf jeden Fall gehen. Wo ich auch auf jeden Fall Trennungsbedarf habe, ist bei Primern und Augenbrauenprodukten. Und da habe ich den P2 Eyebrow Express Pen schon so, so oft probiert, aber der ist einfach viel zu cremig. Der macht wirklich, ich finde, die schrecklichsten Augenbrauen, weil man überhaupt nicht präzise arbeiten kann. Aber irgendwie schmiert der wirklich nur rum, deswegen muss der einfach gehen. Was für mich leider auch gar nicht geklappt hat, ist der Brow Artist Maker von L'Oréal Paris. Vielleicht habe ich auch das Prinzip nicht verstanden, mag sein. Aber auch hier suche ich in einem Augenbrauenprodukt immer sehr viel Präzision. Und dieser große Stift hier vorne gibt mir das nicht wirklich. Und dann dieser kleine Kabuki hier auf der anderen Seite hat es auch nicht wirklich genauer gemacht. Ich stehe wirklich auf diese ganz feinen, kleinen Spitzen
Ein weiteres Produkt für die Augenbrauen, bei dem ich wirklich die ganze Zeit dachte, okay, komm, ich benutze es. Und irgendetwas wird es schon machen, wenn es auch nur ein Placebo-Effekt ist. Aber der Brow Wow Conditioning Primer von Benefit war einfach nur nass. Das ist ein Primer for fuller looking brows. Aber im Grunde hat er meine Augenbrauen immer nur so ein bisschen nass gemacht. Wenn ich dann Produkte aufgetragen habe, hat es geklumpt. Und ich habe es dann auch probiert, nach meiner kompletten Augenbrauenroutine aufzutragen. Aber das hat Dinge auch eher schlechter gemacht als besser. Ich finde die Idee klasse, denn das sind ja auch Haare und die muss man ja auch pflegen. Aber damit sahen meine Augenbrauen nie wirklich gut aus und sie waren auch nicht plötzlich flauschig weich. Nee, deswegen war das leider für mich ein großer Fail. Beim Thema Primer habe ich ja definitiv meine absoluten Favoriten. Und ab und zu mag ich auch wirklich diese Richtung Professional von Benefit, also wirklich diese sehr silikonartigen Primer. Aber es gibt auch Silikonprimer, bei denen ich sage, okay, die liegen einfach nur auf der Haut und die Foundation lässt sich einfach gar nicht schön einarbeiten, weil sich die Produkte nicht kombinieren. Und ich muss sagen, das hat leider der hier von The Body Shop gemacht. Der All-in-One Insta Blur. Davon haben die auch ein Augenprodukt, das so ein bisschen getönt ist. Das finde ich zum Beispiel super gut, weil das einfach nicht so extrem silikonartig ist. Aber jedes Mal, wenn ich es verwendet habe, sah meine Foundation nicht optimal aus. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall bei meinem Urban Decay Pore Perfecting Primer Potion. Ihr wisst das, ja, mein absoluter Favorite. Und weil ich ja hier 2 in 1 machen wollte, ist das einfach der Rimmel Match Perfection Concealer. Einer dieser Produkte, die ich einfach aussortiere, weil er wirklich uralt ist. Fand ich damals nett, ist aber auch keiner, der mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich ihn mega geliebt habe. Er muss einfach nur in den Müll. Und dann, oh mein Gott, ich weiß noch, da habe ich die L'Oreal True Match in Panama gekauft. Für $14,99 und ich musste sie unbedingt haben und habe sie dann in meinem Backpack durch Panama und Costa Rica geschleppt. Und irgendwie mag ich diese Formulierung nicht so gerne wie die Formulierung, die letztes Jahr in Deutschland lanciert wurde. Diese hier ist auf jeden Fall Full Coverage, total maskenartig. Und obwohl ich viele Erinnerungen hege, ist es irgendwie Quatsch, die zu behalten und ich muss definitiv meine Foundations reduzieren. Deswegen musste ich irgendwo beginnen und sie ist einfach zu stark deckend für mich. Das ist etwas, was ich eigentlich niemals anstrebe. Selbst bei einem Abend-Make-up nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zu den Lippenprodukten. Was leider für mich gar nicht funktioniert hat, ist von Miss Lynn die Lip Butter. Ich finde die Farbe mega schön. Das ist so ein total quietschiges Pink. Ich habe davon auch noch einen Peach-Ton gehabt. Aber die waren sehr, sehr klebrig auf der Lippe. Wenn es ein bisschen klebt, finde ich es okay. Aber wenn es sich dann relativ schnell hier so sammelt, bin ich kein Fan. Von einem sehr, sehr ähnlichen Ton muss ich mich hier verabschieden, von Estee Lauder. Lipglosse brauche ich relativ schnell auf, aber der ist einfach auch schon sehr, sehr alt und mittlerweile gibt es ja auch schon eine Reformulierung, soweit ich weiß. Und ich habe das Gefühl, wenn man Lipgloss eine gute Zeit hatte, muss man auch irgendwann auf Wiedersehen sagen. Ich trenne mich von relativ viel High-End heute, aber diese beiden Dior-Lippenstifte haben für einen kurzen Moment sehr, sehr gut funktioniert. Und dann saßen sie einfach nicht mehr auf der Lippe. Ich habe hier einen schönen Peach-Ton, wer hätte es erwartet, und ein knalliges Pink. Die sind so, so schön von der Farbe. Aber irgendwann merkt man einfach, dass ein Lippenstift nicht mehr gut ist. Und das finde ich halt super schade, weil sie relativ schnell gekippt sind. Ich möchte keine Produkte auf meine Lippen geben, die nicht mehr gut sind. Dann habe ich wahrscheinlich irgendwann aufgeplatzte Lippen und kann nie wieder Lippenstift tragen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber diese Maybelline Lippenstifte wurden so von den amerikanischen YouTubern gehypt. Und die wurden mir dann, oh Gott, aus Polen oder so, glaube ich, mitgebracht, weil ich den unbedingt haben musste. Allein die Farbe, ich meine ganz ehrlich. Ich hatte davon, glaube ich, aber auch noch 2, 3 andere Farben. Die swatchen sich schon ungleichmäßig und so sahen sie auch auf der Lippe aus. Da ging meine Kamera aus. Ich glaube, ich sagte, ich werde nicht traurig sein, weil ich sie einfach eh nie wirklich verwendet habe. Und man muss auch nicht jedem Trend hinterherrennen, das habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Dann habe ich hier... Es tut mir so im Herzen weh, weil die einfach auch schon viele Jahre alt sind mittlerweile. Und das ist wirklich ein Produkt, das finde ich toll.
aber abgelaufen. Das sind zwei Chubby Stick Intense und ein ganz normaler Chubby Stick von Clinique. Und die neuen Crayola Chubby Sticks finde ich auch toll. Also es gab noch nie einen Chubby Stick, außer die für die Augen. Die fand ich ganz schlecht, weil die waren viel zu trocken. Aber alle Chubbies für die Lippen fand ich immer, immer großartig. Und letztens wollte ich den Heftiest Hibiskus, einer meiner Liebsten, auftragen. Und dann hat es mir so ein bisschen auf der Lippe gekribbelt. Ich dachte mir, okay. Wir hatten eine schöne Zeit gemeinsam, aber es ist time to go. Wer erinnert sich noch an die Maybelline Color Sensational Lippenstifte in Shocking Coral? Und ja, ich fand die Farbe ganz nett, aber die Formulierung, wenn ich mal ganz ehrlich bin, war nie optimal. Er ging nie wirklich schön auf die Lippe. Er war immer ein bisschen zu dick, nicht gleichmäßig und es sah irgendwie immer so halb gut aus. Ein Lippenprodukt noch, was ein riesiger Flop war, ist der Jumbo Lip Pencil von NYX in der Farbe Pecan. Der war auch viel zu trocken auf der Lippe. Der hat mir, glaube ich, schon so gefühlt nach der ersten Anwendung so ein bisschen auf der Lippe gekribbelt. Und das Allerschlimmste war der Geruch. Oh, ohne Witz, der riecht nach Benzin. Ich fand diesen Mauve-Ton irgendwie total schön. Dachte mir so, ach, das wird schon, das wird schon. Aber wenn ein Produkt schon so gammelig riecht, nee, also das war eine riesige Enttäuschung. Dann komme ich zu Lidschatten und da muss ich sagen, ich bin einfach kein Mono-Lidschatten-Mensch. Ich greife einfach nicht zu diesen Dingern. Ich habe da so viele Schubladen voll, okay, es sei denn, es ist ein Stealer Kitten oder so, also besondere Töne. Aber ich habe zum Beispiel auch dieses Duo von Urban Decay. Mega schöne Farben, so ein Braunton, ein Goldton. Lassen sich auch gut verblenden, benutze ich aber einfach nie, weil ich solche Töne auch in Paletten habe. Und ich kann mir vorstellen, für jemanden, der sich dezent schminkt, ist sowas klasse, deswegen werde ich es einfach weitergeben. In meiner Kollektion geht es einfach unter. Ein weiteres Duo, was super schön ist, ist aber noch die ältere Verpackung von Estée Lauder. Ein schöner Nude-Ton mit einem Braun, mega schön für den Alltagslook. Aber im Grunde die Moral von der Geschichte ist, entweder die potte ich sie an und mache eine riesengroße Palette draus oder ich werde sie halt einfach abgeben, weil ich einfach kein Mono-Lidschatten- oder Duo-Mensch bin. Schreibt mir das mal super gerne, was ihr seid. Benutzt ihr die super gerne oder seid ihr auch eher der Palettenmensch? Wovon ich mich auch auf jeden Fall trennen muss und das auf jeden Fall noch in einem größeren Ausmaße, sind Liner, Kajalstifte. Da habe ich so limitierte Catrice-Sachen oder diese Highlighter-Sticks, die finde ich super, die sind aber komplett ausgetrocknet. Während ich diesen kleinen Highlighter-Kajal kenne, einen absoluten Flop fand von Catrice, der ist nach 2 Tagen abgebrochen und ausgetrocknet. Ice Brightener in Blau, davon hatte ich auch mal eine High-End-Version, die haben nie meine Augen heller gemacht. Dann hier auch noch so eine limitierte Sache von Kiko. Dann noch den Super Liners Black in Sculpt von L'Oreal mit diesem Dot vorne drauf. Wie sehe ich mich nie, meinen Eyeliner mit einem Dot hinten zu verzieren? Ja, also in dieser Kategorie habe ich wirklich viele Produkte, die ich ein paar Mal verwendet habe und gesagt habe, nee, das ist überhaupt nichts. Und da muss ich definitiv nochmal radikal aussortieren, weil da kann ich bestimmt 30%, 40% vielleicht aussortieren. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall wieder schon einiges befreit. Das ist immer gut, sich von Sachen trennen, die man einfach nicht mag oder die für einen nicht klappen. Ich hoffe, euch hat die Kombi aus den beiden Elementen gefallen, denn ich wollte es nicht so komplett negativ halten. Dann ist hier mein Video vom Mittwoch mit vielen meiner YouTube-Kolleginnen und Freundinnen. Also schaut da gerne vorbei. Alles ist wie immer in der Infobox und dann sehen wir uns Mittwoch in meinen Weekly Bits and Pieces.